Dichtmilch im Mountainbike-Reifen. Ein spaßiges Experiment. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Ralfs Bikesprechstunde. Mein Enduro-Reifen ist völlig runtergefahren, ist komplett zerschnitten, abgefahren. Da muss ein neuer drauf und den können wir natürlich nicht einfach so wegschmeißen. Wir können ja nochmal ein nettes Experiment machen. Das hatte ich schon lange mal vor. Ich hatte euch ja ein Video gezeigt über meine Dichtmilch, experimentiert, wie lange die hält, also wie viel Milliliter pro Jahr verarbeitet wird oder wie viel man einfüllen muss, damit man ein Jahr über die Runden kommt. Und ich habe seit Jahren diese Dune-Dichtmilch verwendet. Und man findet ja nirgendwo, komischerweise, die Milch immer nie in Tests im Mountainbikes, oder ich habe es nicht gesehen, Mountainbike-Magazin. Von daher war ich, meine Meinung war so ein bisschen, ich war ein bisschen suspekt, dass, weil sie so flüssig ist und lange hält, dass wahrscheinlich die Dichtwirkung nicht so dolle ist im Vergleich zu anderen Milchsorten. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Und schaut euch mal jetzt dieses wirklich spaßige Experiment an. Hier haben wir das, also entschuldigt ein bisschen das Outfit, ich bin noch ziemlich versaut von dem Experiment. Ich habe das natürlich im Garten und nicht hier im Büro durchgeführt. Und schaut euch mal dieses fiese Nagelsortiment an, was ich im Keller gefunden habe. Von 1,2 bis 3,5 Millimeter. Und dann schauen wir mal, erstmal müssen wir mal gucken, ob wir die Nägel überhaupt reinkriegen, wenn wir die da reinhämmern. Ja, keine Sorge, ich habe kein Felgenband montiert, weil es sind Mavic-Felgen, die per se abgedichtet sind, also keine Felgenbohrungen haben. Von daher kann ich da auch unverblümt mit dem Hammer und dem Nagel arbeiten und demoliere mir nicht mein Felgenband, was dann undicht wird. So, das Nagelsortiment in der Anwendung. Ich blende euch jetzt immer so ein, was passiert. Sag mal so, die kleinen Nägel 1,2, 1,4 mm sind eigentlich langweilig. Ich zeige euch das jetzt mal hier ein, aber da passiert nichts mal. Da kommt so ein bisschen ein Bläschen raus und es ist sofort dicht. Also eigentlich schon mal gut zu wissen. Sehr schön zu wissen, dass das per se schon mal, also so kleine Dornen, super abdichtet. Dann wird es jetzt spannender. Wenn wir jetzt mal eins von diesen 1,6, 1,7 Nägeln nehmen. Zeige ich euch. Funktioniert erstaunlicherweise auch noch ziemlich gut, obwohl 1,6 ist schon ein ganz ordentliches Löchlein. Wenn dann so ein dicker Dorn durchsticht, klar, das geht ja dann wieder zusammen, aber nichtsdestotrotz, das ist so simuliert wie im Wald irgendwie ein 1,6 mm Dorn, auf den man drauf fährt und den man dann wieder rauszieht. Und ihr seht, da gibt es ein Tröpfchen. Das ist jetzt aber auch noch nicht wild. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Dann haben wir die 2 mm. Und da seht ihr, kommt schon ein bisschen was raus, aber dichtet auch sofort ab. Also auch souverän. Und jetzt, wie die Wetten sind jetzt, 2,8 mm. Also das ist ja schon, den Nagel, wenn ihr anguckt, das ist ja schon ein Geschoss. Also wenn man reinklopft, bleibt es dicht, weil er da drin steckt. Und jetzt ziehen wir ihn mal raus. Hat schon ein bisschen gespritzt. Und ja, war Wasser abgedichtet, kein Problem. Und ich habe das auch noch ein bisschen verfolgt, das bleibt auch dicht. So, und jetzt kommt der Monsternagel. 3,5 mm, das dickste, was ich im Keller gefunden habe. Und ja, schauen wir da. Den hatte ich erstmal so nicht reingekriegt. Ich habe dann erst den kleineren Nagel reingeklopft und dann den großen, aber das ist ja eigentlich egal. Der große Nagel steckt jetzt drin, jetzt ziehen wir ihn raus. Und da seht ihr guter Sprühnebel, aber hört auch sofort auf. Aber bei dem 3,5 mm Nagel, da sehen wir, dass das immer noch so ein bisschen blubbert. Und also wenn man die Hand drüber hält, kommt keine Luft raus, aber so ein bisschen blubbert es. Das heißt, so ein ganz wenig Luft verliert ihr da. Das ist aber noch, das hatte ich ein paar Mal auch schon im Wald. Damit kommt ihr noch gut nach Hause und könnt dann zu Hause reparieren. Oder aber, das ist dann auch der Fall, damit es dann, wenn es ganz dicht sein soll, damit ihr den Reifen auch dauerhaft weiterfahren wollt, dann müsst ihr so eine Salami reinstecken, wie es ja als so kleine Tools gibt. Das ist vielleicht auch was fürs nächste Video mal, weil da muss man so zwei, drei kleine Kniffe beachten, sonst so viele Versuche hat man da nicht im Wald. Wenn man die aber beachtet, funktioniert es eigentlich ziemlich gut und das zeige ich euch vielleicht im nächsten Video.